Yo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Uranium Version. Und what the hell geht denn hier ab, ey? Mein Gott, hello, hello! Was willst du? Was, die will tauschen? Ey, das ist ja mal mega chillig. Die tauscht Sachen gegen Bären. Aber weißt du was? Will ich nicht, mein Fräulein. Will ich nicht. Ich will einfach nur was kaufen. Was will er tauschen? Ich kann dir Pokémon kaufen? Das ist cool. Das ist ehrlich geil. Warte mal, ich will traden. Geht das? Warte, dann muss ich erst... Oh Gott. Kann ich die Bären hier irgendwo kaufen? Das wäre ja mega sick. Leute, wir können hier Pokémon... Oh, mega geil. Geile Scheiße, das schockt. Das ist geil. Krieg ich für einen Ultraball das alles oder nur für einen? Das würde mich mal interessieren. Ach so, na! Wo krieg ich denn die Berries her? Ah, die verkaufen. Oh, Leute! Oh, Scheiße! Ah, verdammt! Ich brauche die Berries! Anders geht's nicht weiter! Anders kann ich hier nicht weitermachen! Shit! Habe ich überhaupt noch Tränke und sowas? Wenn nicht, dann habe ich keine Chance gegen den nächsten Rivalenkampf? Keins, Ich weiß auf jeden Fall, was hat er angefangen. Was mache ich jetzt denn? Was mache ich jetzt denn? Okay, kann ich jetzt irgendwas schieben? Das wäre cool. Naja, schade, leider nicht. Okay. Ja, dann haben wir hier leider keine Option, irgendwelche Tränke oder sonstiges zu kaufen. Dann müssen wir uns damit zufrieden geben und einfach weiter jetten. Nee, sonst nichts. Und hier kommt gleich unser Rivale. Was ist, wenn man hier jetzt nicht weiterkommt, weil man kein... weil man halt keine Tränke hat und alles? Ich meine, wir haben letzten Patch gegen ihn verloren und ihr meintet auch in den Kommentaren, dass der echt stark ist, dieser Theo. Aber hey! Wie sollen wir das jetzt tun? Leute, habt ihr einen Plan? Ich nicht. Erstmal Reflektor raushauen. Ich hätte Livestream machen sollen. Egal, beides draußen ist immer das Beste, was man machen kann, meiner Ansicht nach. Oh, ich hab doch mal Reflektor gemacht. Ich Idiot. Zerus Genius, Shockwave tötet nicht, Light Screen ist super. Und jetzt Fight und jetzt machen wir eine Psychic. Und er wechselt aus. Auf ein Kampf-Pokémon. Warum? 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 Ich verstehe es immer noch nicht. Warum hast du jetzt gewechselt, mein Freund? Was soll das? Der Typ leidet unter Schmerzen im Kopf, Leute. Er weiß nicht, was er tut. Bar, 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 bar. Irgendwas mit Bar. Jack. Jack, 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 Jack. Smile. Oh, scharf. Oh, und jetzt ist der Reflektor weg. Was ein Zufall. Wir sind schneller als das Schaf. War das kein Crit? Das war kein Crit? Wir sind tot, Rifle Throw. Wir sind nicht tot? Hä? Haben die heute gedopt, meine Pokémon, oder was ist hier los? Die sind ja wie Jan Ulrich auf dem Fahrrad damals. Die gehen ab wie Schmidts Katze. Was ist hier los? Warum habe ich letzten Part verloren? So, was? Zur Hölle. Das ist Typ Elektro, bla bla. Ja, Fanboy. Fanboy, Fanboy. Vielleicht hat das Spiel mitbekommen, so, oh Zero, du bist so scheiße schlecht, du kannst gar nichts. Komm, wir machen hier nur die schlechten Pokémon für dich rein. Ist auf jeden Fall geil, finde ich gut. Brick Break! Shockwave, die Hälfte, Fiddle. Ja, Fiddle, Fiddle ist in Ordnung. Ach stimmt, das hatten wir auch letztes Mal, ne? Das ist nicht sehr effektiv. Sonst nochmal hier Faint Attack. Thunder Shock. Ja, Faint Attack. Das macht mir alles zu viel Damage, Leute. Wir sind viel zu stark. Wir sind einfach viel zu stark für ihn. Level 35. Und jetzt kommt Trollprint.
Ich hoffe, das ist was, wo Flash mich nochmal etwas gegen machen kann. Okay, das ist das Monster. Ich würde sagen, Scold with Rain. Macht Damage. Und Sludge vergiftet nicht. Und wir kriegen jetzt den Burn für den Kill. Und wir kriegen den Burn für den Kill. Zero ist der Beste, der Größte, der Nupen. Nupen, flash mich. Nupen. Thunderbolt. Oh. Paralyse. Verdammt. Oh, er macht's auch. Bitte nicht töten, nicht töten, nicht töten. So. Jetzt kriegen wir den Burn. Gib mir den Burn. Ja! Wir kriegen ihn. Ist das geil? Ich brauche es nur sagen. Und es passiert. Growth macht ihn stärker. Aber der Burn plus den Scope plus den nächsten Burn sagt... Oh, oh, shit, my friend. Das war's. Oh, oh, shit, my friend. Das war's. Heftig, Leute. Heftig, will gerade rasieren, ey. Mein Gott, Theo. Achso, ist noch nicht besiegt worden. My bad. Jack Smile. Du machst jetzt alles kaputt. Wer ist dein stärkstes Pokémon jetzt? Dann rasiere ich. Irgendwas hier, was uns hilft. Irgendwas, was uns hilft. Ja, was kann man tun? Ich habe keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich schneller sein als das Ding. Das Ding ist Typ Feuer, Drache, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich mache eine Wing Attack. Flamethrower, oh Gott. Und wir kriegen den Burn. Und er kriegt den Burn. Ich mach's einfach ruckzucki, ey. Ich mach's einfach ruckzucki, Leute, um ein bisschen Damage rauszuklatschen. Was soll ich sonst machen? Und er hat Extreme Speed! Er hat den Extreme Speed! Ist das scheiße? Yep. Warum ist das scheiße, Zero? Ganz einfach. Wir werden jetzt verlieren. Warte, Extreme Speed. Machen wir Reflektor mal. Flamethrower, ich weiß, wird uns töten. Ich wollte es aber probieren. Ja gut, hab ich gesagt, dass wir das schaffen? Ja gut, das habe ich. Aber wir werden es nicht schaffen, wie es aussieht. Big Break, wenn wir... Ja, ja, er trifft dich! Oh doch, fuck, er trifft doch. Ja, wir leben! Brick Break! Brick Break! Ja, der Damage ist in Ordnung. Magnetite. 5. Den hätten wir auch locker überlebt nochmal. Komm, ey, was soll denn das? Ein paar Tränke wäre mal nice gewesen. So, flash mich. Du musst jetzt erstes angreifen. Du musst Scold einsetzen und musst treffen und er macht Magnetite und es ist 6. Das tötet uns. Das ist sehr effektiv. Scheiße, Mann! Das war mein Handy. Es lief so gut. Es lief so gut. Und dann sowas. Leute, könnt ihr sowas verstehen? Könnt ihr sowas verstehen? Wie soll man sowas schaffen? So, ich habe keinen Bock mehr. Wir kämpfen jetzt so. Wir lassen es so. Wir kriegen das hin. Das ist kein Ding für einen King, Leute. Das kriegen wir hin, weil wir hier der King sind. Komm. Wir leveln halt so die ganze Zeit. So haben wir bald kein Geld mehr und keine Freunde und keine Lust und keine Abonnenten mehr, weil alle keinen Bock mehr haben, weil wir 30 Parts gegen Theo kämpfen. Aber wisst ihr was? Das ist mir jetzt egal, Leute. Wir werden jetzt das hier durchstehen. Zusammen. Hoffentlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber hey, wir probieren's. Theo, Meo. Wartet mal. Was ist das? Ich habe eine Idee, glaube ich, oder? Okay, ich habe eine Idee. I have an idea, guys. I have an idea, guys. Now, Psychic! Full Power einfach rauf, darauf, 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 da. Scheißegal auf dieses Howlett. Guck, das ist ein Tool, Leute. Das kann uns mal am Mors lecken, das Ding. Psychic Boots.
Down. Gone. Bitch. Jetzt kommt... das Schaf. Jack Smile. Hau das Schaf kaputt. Hau das Schaf kaputt. Ich weiß, Schaf auf dem Deich soll man nicht schubsen, aber... das ist kein Schaf, Leute. Nein. Das ist ein Monster. In Form eines schwarzen Schafes. Das tötet nicht. Boah, das hat aber mehr Damage gemacht als vorhin, ne? Vorhin waren wir noch im gelben, grünen Bereich. Locker, easy. Und jetzt? Was? Da war es dort der Reflect, den wir da noch hatten? Normalerweise ist es da ausgegangen da zu der Zeit. Oh, das Rifle Throw Special. Oder bin ich da irgendwie ganz doof gerade? Egal. Drop Hint. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Fanboy. Dang it! Okay. Nee, wir haben das hingekriegt, oder? Nein, ich hab Dings nein gesetzt vorhin. Oder? Er wechselt aus. Primeape. Okay, das war ein guter Predict von ihm. Muss man sagen, war in Ordnung. Jetzt, mein Freund, hast du aber die Arschkarte. S51. Soll sie anhören wie Flummel, hat jemand in die Kommentare geschrieben. Finde ich gar nicht. Was? Critical in dein Gesicht mit Karate Shop? Was soll das? Ich muss den Reflektor erstmal raushauen. Ja, nee. Ist klar. Jetzt läuft das so ab, Leute. Was soll das? Wie soll man sowas denn noch gewinnen? Ich hätte ja Rex mal einsetzen sollen, ich weiß. Es war dumm. Vielleicht kriegen wir den Burn. Wir kriegen den One-Hit. Alter, flash mich. Troprint. Das haben wir gerade auch. Das war das hässliche Viech. Bleiben wir drinne. Das hässliche Viech, da bleiben wir drinne. Das hört sich an wie in einem Sala, ey. Krasse Kacke. Ah, komm, mach mit Scold, oder? Mach mit Scold. Easy. Easy Burn! Keine Vergiftung. Keine Vergiftung. Kann ich auch einen Stampfer machen oder sowas. Ist egal. Weg. Level 41. Und gut. Jetzt kommt das hässliche Viech, ne? Nupin, genau. Nupin war das hässliche Viech. Da kann ich Jack Smile einsetzen. Ich meine, das Ding ist Pflanze. Jack Smile müsste das easy weghauen können. Weil das sieht doch aus wie irgendwas. Irgendwas Ekliges. Es ist keine Pflanze. Aber wir würden Tour hinkriegen. Thunderbolts! Nein! Dang it! Ich muss Fanboy einsetzen, weil ich gleich die ganze Power in einem anderen Pokémon brauche. Faint Attack oder was? Faint Attack wäre, glaube ich, schlauer. Das ist sogar normal effektiv. Nein! Auf geht Fanboy! Es war gut. Jetzt kommt Archilis, Leute. Archilis. Das Ding wird uns eh auseinandernehmen bei Fanboy, deswegen kann ich sofort wechseln. Oh, flash mich. Das Ding ist heftig, Leute. Scold, hoffen. Wir treffen als erstes. Das eine Level hat gemessert, oder was? Das eine Level, nein! Wir sind ein Level höher, machen 1 Gold und gewinnen. Willst du mich verarschen, Theo? Jetzt wissen wir auch, wie es weitergeht, meine Freunde. Wir haben Surfer bekommen. Oh mein Gott, ey. Ah, oh, verdammt, ey. Ich bin fertig. Ja, geh zur nächsten Stadt bitte, Alter. Ich bin fertig mit... Ja, ist okay! Oh, so ein Schweinehund, Leute. Das geht gar nicht klar. Ich bin gerade... Oh. Wir hätten den... No. Oh. No. Oh. Egal. Vergessen wir das. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Oh, meine Freunde, ihr habt abgestimmt im letzten Part. Ob Heck oder Egglock, und es ist eindeutig entschieden worden, meine Freunde, dass wir eine Egglock starten werden. Wann, wer, wie, wo, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, meine Freunde, könnt ihr euch schon mal auf eure Eier setzen und sagen, A-Zero,
Ja, macht mir Eier fertig, ne? Also keine gekocht. What the fuck? Was hab ich getan? Hallo? Da waren Bären? Ich habe keine gesehen. Auf jeden Fall, okay, Leute. So, Leute, ihr könnt jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ob ihr ein Eckler funktioniert. Ihr müsst mir ein Ei machen. Egal welches. Das ist, könnt ihr. Ist es euch überlassen. Wo ist meine VM jetzt? So, da. Okay. Ihr macht mir ein Ei von irgendeinem Pokémon. Ich sag nicht, was drin ist. Ihr könnt die Attacken aussuchen, die vererbbar sind. Ihr könnt alles machen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich trollen, ihr könnt großzügig sein oder sonst was. Und ich habe mir gedacht, alle, die mitgemacht haben, werden ein Pott geschmissen. Und aus dem wird dann immer wieder entschieden, ja, wer das nächste Pokémon wird. Deswegen, so müsst. Es ist, normalerweise habe ich ja mit Kommentaren gesagt, aber diesmal ist es ein bisschen anders, deswegen. Diesmal seid ihr in dem Pott drinnen, je nachdem, wer ein Ei reingebracht hat. Und dann werde ich die Eier, wie gedacht, halt schlüpfen lassen. Auf jeder Route wird dann ein neues Ei geben, sozusagen. Und wenn das so funktioniert, ich denke mir das jetzt einfach so. Ich muss mir doch vorher noch die Regeln durchlesen, also was. Oh mein Gott, die Kaulquappe, du Boy! Das Ding ist so süß! Wir töten es. Aquajet, oh mein Gott, das hat einen First Rate Attack. Voll cool. Und wir haben Psychic und das Ding ist, wie es aussieht, Unlicht. Und nicht Wasser. Interessante Typenkombination. Hallo, Tohaido Nummer Dick. Tohaido Nummer Dick. Kann man da reinjumpen? Das wäre cool. Ich bin ein Holzmensch. Ich bin ein Holzmensch. Oh, Baummann, strahle zur Tat. Oh mein Gott, es gibt die Weiterwickelform. Es ist dieses froschartige Monster-Blag. Oder es ist auf die Weiterwickelform von dem Ding. Ich habe keine Ahnung. Psychic trifft auf jeden Fall. Da kann es auf jeden Fall nicht die Typenkombination sein. Oh, Love Zero, Love Zero. Danke. Was ich sagen wollte. Ihr macht Eier. Zero kommt zum Punkt. Endlich. er läuft damit so weit, bis es noch ein paar Meter zu laufen hat. Ich glaube, das kann man irgendwo sehen. Bei den neuen Gens kann man das, glaube ich, sehen jetzt. Sodass ich da nicht irgendwie 3 Jahre noch rumlaufen muss und das Ei ausschlüpfen muss. Das wäre nämlich echt scheiße, Leute. Und ja, ich glaube, da müsst ihr mir die einfach ganz normal schicken. Würde ich sagen, schickt ihr mir eine PN, wenn ihr ein Ei habt. Und dann sagt ihr Hashtag Egglock Zero. Hashtag Egglock Zero. Und ich will diese Egglock auf Pokémon. Weiß ich nicht, ob ich XY machen will. Weil XY habe ich lange nicht mehr gespielt. Aber wenn ich die Musik jetzt so höre, habe ich Bock auf die Höhenregion wieder. Das weiß ich noch nicht. Alle haben geschrieben Alpha Saphir. Wäre eine Option auf jeden Fall. Alpha Saphir wäre cool. Ja, machen wir Alpha Saphir draus, würde ich sagen. Und ja, machen wir Alpha Saphir raus, Leute. Egglock, Alpha Saphir. Oder halt Omega. Obwohl Omega Rubin hatte ich schon als Let's Play. Und da sagen wir Alpha Saphir, Leute. Wird dann als Egglock gemacht. Freut euch drauf. Und wir lernen. Oh! Antikraft! Nice! Werden wir auf jeden Fall beibringen. Oh, wir haben so gute Attacken, ey. Das ist echt scheiße. Oh, wir haben so gute Attacken. Das ist dann doof. Ich will die behalten. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ihr müsst die behalten, die Attacken, Leute. Das ist so gut. Ja, ihr schreibt mir einfach eine PN und sagt Hashtag, wie gesagt, Egglock, Zero of Time. Sagt dann, hey Zero, hier ist mein Freundescode. Wenn du Zeit und Bock hast, können wir mal. Ich kann dir ein Ei geben, sozusagen. Okay, dann weiß ich auch gleich, okay, der hat mir ein Ei geschickt, weil er mir eine PN geschrieben hat. Dann weiß ich auch gleich seinen YouTube-Namen. Und das ist dann, glaube ich, einfach für uns alle. Klar, ist für mich dann doof, dass ich dann wahrscheinlich 80 mal traden muss. Oder 90 oder 100 oder 155 oder 33. Ach du heiliger Vogel, ist das süß. Wer bist du denn? Hallo? Bist du. Leute, das ist Perry, das Schnabeltier. Perry, das Schnabeltier! Töte nicht! Töte es nicht! Nein, Perry! Ich hab Perry getötet, Leute. Ich Schwein. Aber Leute, dazu erst im nächsten Part bitte mehr. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt auf die Egglock. Oder wenn ihr gehypt seid, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Part von Uranium. Ciao, Leute!